Geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Create Left 2 und die Folge startet direkt mit Action, Leute. Und zwar, ihr wisst ja, in der letzten Folge haben wir dieses Loch hier angefangen auszuhebeln und wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir hier auf der allerletzten Bedrock-Ebene sind. Der JB war auf jeden Fall übers Wochenende sehr, sehr fleißig, wie man sieht. Und ich bin gerade live und nehme dieses Let's Play auch live auf, twitch.tv/kungaleute, montags, donnerstags, freitags um 18 Uhr, wie immer live. Und wir machen gerade eine Kanalwette hier mit den Kanalpunkten, die man hier einsetzen kann bei Twitch. Und wir haben gerade eine Wette gemacht, da wollte ich euch nämlich jetzt mitnehmen, bevor ich hier anfange, das ganze Bedrock weiter wegzumachen. Und zwar lautet die Wette, ob ich einen Flug bis zum Mending Villager, also 690 Meter dorthin, überlebe, hier im Void, und auch wieder zurückkomme und hier lande. Also ob ich diesen Flug schaffe oder nicht. Die Wetten werden gerade platziert. Gleich ist der Einsatz auch beendet. Und Leute, ich bin nervös, denn ich lasse meine ganze Rüstung an. Ich behalte alles im Inventar, was ich hier habe, um meinen innerlichen Druck zu erhöhen und um das Ganze spannender zu machen. Und ihr könnt ja mal gerne jetzt hier das Video an der Stelle pausieren und sagen, ob ihr glaubt, ob ich es schaffe oder nicht. Also, dass ich es schaffe oder nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Macht jetzt Pause und schreibt. Würde mich nämlich schon interessieren, was ihr denkt. Okay, nicht mehr viele Sekunden, Leute. Und, Moment, es ist gleich zu Ende. Die Prediction ist gleich zu Ende. Und es geht los, Leute. Seid ihr bereit? Let's Elytras an. Let's go. Wow, guckt mal, wie das aussieht. Ich habe ein bisschen Angst. Jens, ich wusste, dass Jens joint, wenn ich losfliege, weil glaubt mir, Jens wird ihr das Loch zubauen. Ich sag's euch. Ich sag's euch, dass Jens irgendein Heckmeck machen wird. So, hier ist der Spot. So, angekommen und jetzt zurück. Ich habe mir zum Glück einen Waypoint gesetzt. Fürs Void Loch, da ist es. Lass mal ein bisschen tiefer fliegen. Das sieht schon krass aus, oder? Ich hab ein bisschen Angst. Ab wo kriegt man Schaden? Es ist noch offen. Ah! Eine Ratte, Alter! Wollte der mich hier aussperren? Leute, wir haben es geschafft! Ja! Leute, puh, ey, das war schon ein bisschen beängstigend. Guck mal, da fliegt er rum und freut sich. So, Leute, ja, wie gesagt, die Folge fing sehr, sehr actionreich an und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, hoffe, ihr hattet auch ein bisschen einen Adrenalinkick wie ich und ja, ich würde sagen, ich setze mich jetzt mal hier weiter an das Loch mit dem lieben JB und schauen wir mal, wie weit wir in dieser Folge kommen. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Guck mal, der ist wieder geleftet. Der ist extra nur geblieben, um Auge zu machen. Okay, Leute, bis gleich. So, Leute,
Mein Gehirn ist matsch, ich kann nicht mehr klar denken, ich bin geschwächt. Wieder 3 Stunden 15 live, ganze Zeit nur Bedrock wegmachen, Leads das, Leute. Ihr seht, ich zeige euch mal Progress, was hier gerade abgegangen ist. Wir haben hier jetzt den äußeren Ring der, des Rohrs gemacht. Also hier wird dann die Wand vom Rohr sein. Und das Obsidian kann weg. Aber alles Bedrock innerhalb dieses Kreises muss halt noch zerstört werden. Und da kommt der Wartungsschacht rein. Das heißt, dieses Bedrock müssen wir auch noch entfernen für den Wartungsschacht. Aber das ist das kleinste Übel. Und ja, wie ihr seht, haben wir schon einiges an Bedrock wegbekommen. Leider noch nicht alles. Es sieht wenig aus, Leute. Aber ich denke, das hier wird nochmal 2,5 Stunden dauern. Vielleicht 2 Stunden, schwer einzuschätzen, aber wahrscheinlich werden wir es auch nicht mehr in dieser Folge zu Ende bringen, das ist sehr, sehr traurig. Aber so ist das Leben. Wir schalten uns mal kurz zum JB und hören mal, was der zu sagen hat, was seine Meinung ist zum aktuellen Prozess hier mit dem Bedrock. Parker! Wie geht's? Ja, und du? Ja, auch. Erzähl mal bitte ganz kurz, wie so bei dir läuft, von deinem Gemüt her und von deinem Gehirnzustand und wie du es bis jetzt findest, hier die Bedrock-Action. Guck mal, kennst du diesen Müsli, den man morgens manchmal isst, dieses Haferbrei, wo du einfach nur so Haferflocken nimmst und dann mit Milch auffüllst? Ja. So fühle ich mich gerade. Einfach wie so eine Pampe, die einfach nur hockt und da ist, die einfach nur funktioniert. Einfach nur seinen Job erfüllt. So sieht's aus. Ja, also schon anstrengend, ne? Ja, anstrengend würde ich jetzt nicht sagen, aber also für den Kopf. Es schlaucht. Ja. Und vor allem ist es richtig anstrengend, wenn ein Bedrock einfach nicht will und der Piston die ganze Zeit falsch rum platziert wird, ne? Ja, dann musst du die Taste härter drücken. Das ja, richtig. Das haben wir, oh Mann, haben wir schon mittlerweile herausgefunden, dass das halt daran liegt, dass halt die Taste nicht stark genug drückst. Aber ja, das Stück, Leute, müssen wir noch wegmachen. Und ich würde sagen, jetzt bis zum Ende des Streams, noch 40 Minuten geht der ungefähr, werden wir das jetzt noch machen. Und dann werde ich euch am Ende der Folge zeigen, was wir, ja, wie weit wir gekommen sind. Und dann sollte in der nächsten Folge auf jeden Fall das hier schon fertig sein. Vielleicht werden wir dann schon die Void-Turbine bauen. Ich schätze mal, das wird darauf hinauslaufen. Und ja, Leute, wünscht uns Glück. Bis gleich. Beruhigt euch. Welcome back, Friends. Wir haben jetzt noch die restlichen 40 Minuten gehustelt. Das TNT ist ausgegangen, Leute. Ihr müsst mal drauf klarkommen. Wir haben schon so viel TNT verbraucht, das ist echt nicht mehr feierlich. Und JB hat nur noch TNT, das letzte. Das wird jetzt hier verbrauchen. Und ich halte mich mal kurz zu dem. Das wäre schon ein heftiges Upgrade für mich. Wäre echt heftig? Ja. Was geht ab, Parker? Entschuldigung. Nee, nicht schlimm. Wir haben Livestream. Ja, ist alles gut. Was glaubst du, wie viel TNT haben wir verbraucht? Insgesamt, komplett für ganz Projekt. Für hier Bedrock wegmachen. Ja, für dieses gesamte Projekt. Ja. Also 6-7k würde ich schon sagen. Ja, ich glaube auch. Leute, das müsst ihr mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viel TNT das einfach ist. Das ist so krass, ey. Manchmal brauchst du auch für einen Bedrock einfach so 5 Runs. Dann verbrauchst du natürlich 10 TNT auch direkt, ne? Aber Jens hier macht das. Schade, dass es hierfür keine Statistik gibt. Ja. Jens macht das aber sehr souverän hier. Guck mal, aber so viel ist das nicht mehr, Bruder. Am Donnerstag safe fertig. Theoretisch könnte man heute auch safe fertig machen. Ja, aber geht nicht. Ich glaube, ich platziere vor allen Dingen mal wieder ein bisschen Fackeln, weil durch das Obsidian ist wieder Spawnfläche entstanden. Ja, ja, mach echt mal. Ich flieg mal nach oben ins Lager und dann schauen wir nochmal ganz kurz gemeinsam, was der TNT-Bestand sagt. Kannst du Fackeln mitbringen dann? Yes, nicht TNT-Bestand, ich meine Gunpowder-Bestand. TNT ist 0, Gunpowder ist 5,7k und Sand ist 3. Ja, Leute, ihr seht, Mangelware hier. Packen wollte der Mann haben. Genau. Zack. So, dann leuchten wir das. Ah, was ist hier? Guck mal, hier ist TNT und Weathered TNT Livestock. Würde ich auch nehmen, so ist nicht. Nee, Obsi meine ich. TNT ist hier nichts mehr, leider.
So, ah, man könnte, genau, TNT Block Placed könnte man gucken. Ja, dann durch zwei aber, ne? Ja, ne, also du weißt dann auf jeden Fall, wie viel TNT du benutzt hast. Aber wo kann ich denn Times Houston? Ja, ne? Ja, schätze. Aber okay, TNT habe ich 3337. Statistics, Items, wo ist Times Used? Times Used hast du geguckt, ne? Mhm. Tja, das sind dann 5.500 und dann Heiko vielleicht nochmal ein paar. Ja, so 6.000. Ja, gut geschätzt, mein Freund. Perfekt. Beruhigt euch. So, Friends, das war's mit dieser Folge. Ich weiß, leider wieder eine Bedrock-Abbau-Folge geworden, aber das ist die letzte, weil danach am Donnerstag werden wir auf jeden Fall mit dem Bau der Void-Turbine starten. Leute, erstes kommerzielles Projekt der Void-Turbine. Wir sind gespannt, ob die Fördergelder vom CreateLife 2-Start sinnvoll investiert wurden in die Forschung. Wir werden sehen, was die Void-Turbine mit sich bringen wird. Ich bin gespannt, Leute. Ich freue mich schon sehr drauf. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ihr wisst Bescheid. Kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben und Streams vorbeischauen, Leute. Montag, Sonntag, Freitag, 18 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Macht's gut! Thank you.